Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und ihr hört es schon, heute ist dran Star Wars The Empire Strikes Back. Und zwar hat sich das der Ödländer gewünscht. Viele Grüße an dich an dieser Stelle. Falls ihr auch Wünsche habt für diese Serie, also irgendwelche Spiele, die euch aus irgendwelchen Gründen in eurer Kindheit Beschwerden bereitet haben, nenne ich es einfach mal. Einfach in die Kommentare. Ich gucke es mir mal an und mal gucken, ob ich zu demselben Ergebnis komme. Im Zweifel kommen wir zum selben Ergebnis. Ich habe zumindest noch kein Spiel gehabt, wo das nicht so war. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. So. Ja. Von Ubisoft ist es. Oh! Es gibt kein Menü oder sowas. Also grafisch ist es schon mal eher auf die Basics beschränkt. Okay, Luke, die Sensoren zeigen einen Meteor an, der in der Nähe gelandet ist. Mal nachschauen. Also ich habe die Star Wars Filme natürlich gesehen. Ich bin jetzt nicht der Experte, weil das nicht unbedingt mein Lieblings-Sci-Fi-Universum ist. Das ist ja Warhammer 40.000, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, aber Meteor? Ja. Alter, wie hält diese Drohne denn aus? Ah, ich kann auch gerade. Ah. Auch für den ersten Gegner hätte ich aber gut was aus, würde ich sagen, ne? Jemand sind wir relativ flott unterwegs. Okay. Da muss ich wahrscheinlich rüberspringen. Also Hintergrundgrafik war nicht so deren Sache, oder? Der Grafiker dafür hatte da gerade Urlaub oder sowas, gehe ich mal von aus. Hm. Ich meine, die Musik ist in Ordnung. Hat so ein gewisses Star Wars. Sag mal. Mach ich hier gerade irgendwas falsch, oder? Luke, das Lichtschwert ist die Waffe der Jedi. Ja. Es hat ein Meteor gelandet. Guck dabei nach. Ein Gegner. Viel nichts. Hey! Lichtschwerter sind für Jedis. Da kann ich runter. Die Fallanimation war super. Okay, also immerhin sterbe ich dann nicht sofort. Wahrscheinlich irgendwo ist es dann wirklich zu weit unten. Ja, wo, wie. Habe ich nicht. Ah, boah! Ah! Dieses Springen ist verdammt schwammig. Was ich halt der. Boah, wie hieß das Tier? So unpräzise steuern lässt. Da komme ich nicht rauf. Okay. Dann geht es eigentlich nur nach unten, oder? Und auch hier, da denkt man ja, weil das ja so ein bisschen angedeutet ist, dass da unter der Plattform nichts ist, dass man daran vorbeilaufen kann, aber nein. Oh, man muss hier so oft ins Blinde springen. Ist das Gegner? Wie soll ich den denn treffen? Ich weiß, warum du mir das Spiel empfohlen hast, lieber Ödländer. Das ist ja mal gar nichts. Also es fühlt sich schon sehr nicht so geil an beim Steuern. Aber wieso kannst du denn da nicht hochspringen? Gibt es einen Double Jump oder sowas? Guckt euch das mal an. Was sind das für Hitboxen? Man habe ich unendlich Blaster-Munition anscheinend. Ich irre jetzt hier rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt haben wir hier noch so eine Drohne. Oh, okay. Wenn man also konnte.
Ist sie wieder respawned? Ich wette, wenn wir ins Wasser fallen, dann trinken wir, weil Luke nicht schwimmen kann. Obwohl der ist ja, glaube ich, auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen. All too easy. Ja, für dich, lieber Darth Vader. Continue, yes. Oh, sind wir da wieder am Anfang. Stellt euch vor, ihr wart Kind. Ihr habt oh, Star Wars, oh, Lichtschwertduelle, Stormtroopers und sowas. Und dann startet ihr dieses Spiel und dann... sowas. Schwierig. Schwierig. Also Taktik hier scheint es zu sein, aber halt sich drunter zu stellen und dann... Guckt euch das mal an. Es ist einfach nichts zu tun. Ihr lauft geradeaus und ist... Ihr könnt jetzt ein paar Sekunden geradeaus laufen und es passiert nichts. Und diese Abgründe sind anscheinend auch keine Abgründe. Es passiert einfach nichts. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr hin müsst. Die Steuerung ist bedebbelt. Ja? Ihr seht es vielleicht selber. Es fühlt sich so an, wie es aussieht. Ich sag's euch. Wieso rutscht der eigentlich? Ach, das ist da, wo auf einem Eisplaneten ist, oder? Kann ich irgendwie absteigen? Ah, okay. Nein, ich will absteigen. Komm. Ganz ehrlich, da wird die Steuerung aber auch nicht besser. Boah, sind das für Viecher? Alter! Wieso halten die Gegner hier so viel aus? Ich sag euch, es fühlt sich genauso... Ah, das Lichtschwert, cool. Wieso respawnen diese scheiß Gegner? Okay, hier. Mal gucken, ob das jetzt... Auch wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte in der Star Wars Lore. Aber das Lichtschwert sollte etwas durchschlagender sein, oder? Aber hey! Wir haben immerhin das Lichtschwert. Wir sind etwas weitergekommen. Muss ich hier wieder absteigen? Tschö. Immerhin winkt er immer schön, ne? Okay. Einfach nur, was zum Teufel will das Spiel von mir? Es ist ein Meteor irgendwo untergegangen, ja, und ich habe ein Lichtschwert. Und sonst? Pfeile zeigen ja nach rechts, ne? Treffe ich das? Nee. Spiel ist so... Auch die Technik, die ist wirklich sehr, sehr, sehr auf das Nötigste beschränkt. So eine kleine Minimap oder sowas wäre vielleicht gar nicht so schlecht irgendwie. Dafür muss man wirklich lang, ne? Und dann muss ich diesen Scheiß... Wieso haut er denn die Blöcke nicht? Was für eine komische Hitbox hat das? Guckt euch das mal an. Das Lichtschwert geht auch da locker durch den Block durch. Nein, ich wollte die scheiß Waffe wechseln. Weil das scheiß Lichtschwert ja nicht nach oben schießen kann, logischerweise. Da ist mir was empfohlen, lieber Ödländer. Kack-Sprungpassage. Stell ich bestimmt schon wieder.
gerade so. Also dafür sind diese schwimmenden Plattformen echt kacke. Auch hier so. Minutenlang gefühlt nichts. Was soll das? Was haben wir hier? Okay, das ist hinter. Oh, schon wieder sterbe ich doch jetzt bestimmt gleich. Mann. Auch da habe ich das Gefühl, dass die Level-Designer irgendwie keinen Bock hatten. Hä? Da war auch gar keine andere Plattform, oder? Ach doch. Oh, ich habe es geschafft. Ich dachte, ich habe den Sprung verkackt. Aber auch das ist doch so langweilig. Das ist doch nicht Star Wars. Wenn ich wüsste, dass das ein Star Wars Spiel sein soll. Guckt euch mal, wie wir fahren hier minutenlang im Nichts rum und jetzt schon wieder dasselbe. Das ist doch nicht fucking Star Wars. Da kommt ja mal eine Plattform hier an. Oder muss ich dafür erst den Gegner erledigen? Hallo? Mach jetzt Selbstmord. Da hätte ich auch schon keine Lust mehr, ehrlich gesagt, ey. Puh! Schwierig. Kein gutes Spiel, lieber Ödländer. Da hast du vollkommen recht gehabt. Finger weg davon, Leute. Finger weg. Das Spiel ist... Was hat das mit Star Wars zu tun? Was? Außer, dass ihr ein Lichtschwert habt und die Musik ein bisschen dran erinnert. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, ihr fantastischen Leute da draußen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt oder wann ihr das guckt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.